Okay, sehen wir mal nach, was wir hier haben. Ein Turbolift. Ist da drin der, von dem ich denke, dass das ist? Das muss ich mir genauer ansehen. Ja, das ist sie. Wo fährt er hin? Zum Kontrollturm. Dann ist das unser Ziel. Ich sehe ein Problem. Da unten. Droiden. Wir haben schon Schlimmeres gesehen. Sieh dir diese GAPs an. Ich habe einen Plan. Kerl, nun, ich mache etwas Lärm, locke sie weg. Du schleichst vorbei. Wir treffen uns wieder beim Turbolift. Was denkst du? Das ist riskant. Riskant haben wir längst hinter uns gelassen. Viel Glück. Dir auch. Riskant ist mein dritter Vorname. So, ein Echo. Oh. Da gibt's wieder irgendwas abzuholen. Das Schiff kann nicht fliegen, aber an Bord befindet sich ein Hangar voller Fahrzeuge. Eine Armee, die uns gehört. Bereit, diesen Planeten nach meinem verschollenen Meister zu durchkämmen. Sollen wir es mal riskieren? Okay. Ey, ich hab doch gedrückt. Da. Was ist bloß? Ich soll mit so einem Wagen fahren. Oh. Oh. Okay, kann man da um die Ecke krabbeln? Kann man. Moin. Okay. War das jetzt auch nicht der richtige Weg, oder ist es irgendeine Abkürzung gewesen, die ich jetzt nutze? Sagen wir mal, es war der richtige Weg. Ja, ich komm. Da ist dicht. Da liegt auch nichts drin. Da haben wir einen Speicherpunkt. Kurz nach Loot checken. Okay. Okay, warte mal. Na, wir warten, bis wir zwei Fähigkeitspunkte haben, würde ich sagen. Oh, hier. Bald werdet ihr einem neuen Meister dienen. Könnte Hilfe gebrauchen. So. Abkürzung hier damit? Nee. Das wird eine Abkürzung. Wow, wow, wow. Ich wollte gerade springen. Weiß, wie man Aufsehen erweckt. Gedacht, eh? Aber not with me. Oh, oh, oh. Ja, okay. Kommt mir irgendwie weit vor. Hey, hey, hey. Hey, hey.
gehen wir einfach da lang. Okay, da ist noch zu, dann gehen wir erstmal hier durch. Alles Roger in Kambodscha. Bleibst du da? Bleibst du da? Okay. Drei sind vielleicht doch ein paar zu viel. Hey, nicht schlecht. Roger, Roger. Oh, hier. Eine tote Leiche. Und nun, um meine Arbeit zu testen, Droide, töte ihn. Roger, Roger. Roger, Roger. Okay. Ziel gesichtet. Hört doch auch auf mich zu schießen. Oh, das muss doch wehtun. Geht. Das hält mich nicht auf. Na, tut das weh, Digga? Blockieren geht gar nicht vor dem, ne? Halte die Stellung! Naja. Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Dann muss ich ihn halt töten. Hat jemand einen Hammer dieser Größe? Jetzt nicht mehr. Ich konnte den Weg zum Turbolift nicht finden. Nun, dann suchen wir gemeinsam einen. So, Moment. Was ist das für eine Tür? Ah ja. Unser Rückweg. Okay. Hüpf. Müssen wir. Oh Gott. Da sind Kratzspuren neben. Wie soll das denn? Ach du Heilige. Muss ich ja irgendwie so und so und so. Okay, das geht. Hey, sieh dir das an. Was? Kannst du sie irgendwie hochziehen? Ich habe eine Idee. Was hochziehen? Was ist deine Idee? Digga. Ah. Okay. Was machen wir jetzt? Da! Oh, hier. Bei der Macht von Grayskull. Okay, das ist der Rückweg. Dann gehen wir mal weiter hier. Was sind das für Gebäude? Der Fachbegriff lautet Jurten. Wohnquartiere. Hab sie auf Merrick 9 gesehen. So viele Jurten wie nirgends sonst. Wohnquartiere? Dann sind wir ja mittendrin. Mittendrin statt nur dabei, ne? Ja. Jürtenkaserne. What? Das gefällt mir nicht. Oh. Mir schon. Ich kämpf gerne.
Raiders haben es sich hier ziemlich gemütlich gemacht. Ich werde dir die Kehle durchschneiden. Nein! Oh. Bedeutungslos. Lass mir welche übrig! Vielleicht kann ich die Raketen mit der Macht zurückschießen. Da ist nix. Also mit so einem Machtstoß, weißt du? Da geht's hoch. Ich will jetzt aber halt auch nicht den Ort hier verlassen, wenn wir es noch nicht müssen, ne? Gucken wir uns erstmal weiter um. Ich habe Gesellschaft und die ist nicht freundlich. Also noch mehr. Ne, komm, dann gehen wir erstmal gucken. Dann ist hier doch irgendwas versteckt. Boah, blind. Ah, Echo. Wirf sie weg. Ramis will nur Intakte. Moment, gib mir das. Für den einen ist es Schrott. Oh, komme ich doch einfach so wieder rüber? Oder komme ich da einfach rüber? Ey. Alter, ich bin doch genau dran gejumpt. Tudum. Sieht wertvoll aus. Oh. Soll ich es für dich aufbewahren? Netter Versuch. Guter Fang. Hacken. Vollstreckergriff. Guck mal, da drüben geht's auch hoch, ne? Langsam. Feinde in der Moment. Na, wer bist du denn? Ich hab was gehört. Gib nicht auf! Schöne Kirche! Ah, da leuchtet was. Das heißt, unsere Bestimmung wurde anerkannt. Wenn wir diese Prüfung überleben, ist unser Sieg gewiss. Ich wünschte, ich könnte denken wie du, Kumpel. Moment mal. So. Besser nicht. Du bist verrückter als ein Bramlik mit Sonnenstich. Nee. Hoch komme ich da nicht, ne? Okay. Wäre aber cool. Geht nicht. So. Leider kann ich auch nicht entlang hangeln. Und vielleicht höchstens. Da hoch? Nee. Na gut, dann. Gehen wir hier weiter. Hab einige Gegner gesichtet. Dreh um oder stirb! Yeah. Hey. Oh.
Dum-dum-dum. Ah, noch einer. Fast übersehen. So. Irgendwas zum Einsammeln oder zum Entdecken? Sobald das hier vorbei ist, können Cutter und ich endlich ausruhen. Irgendwo, wo es ruhig und gemütlich ist. Ich will auch einen Cutter. So wie früher. Fast so wie früher. Tenalor ist näher denn je. Ja, immer weiter vorstoßen, was? Ich kann jetzt nicht aufhören. Genau. Komm mal rein. Wo geht's hier hin? Um die Ecke. Da waren wir aber nicht, ne? Nein. Da kommen wir aber wieder zurück. Das geht. Ah, hier. Noch ein Klumpen. Tadam. So. Sonst war hier nichts mehr, ne? Dann mach mal da. Kannst du das runterwerfen? Dingens. So gut wie erledigt. Jetzt ist keine Zeit zum Trödeln, Kerl. Bist du auf? Abkürzung, immer gut. Oh. Geil. Was heißt, bringen wir es zu Ende? Ich habe die schon mal besiegt, Digga. Du kannst mich nicht brechen. Aber töten kann ich dich. Ja, das war schon was. Ich glaube, die mögen uns nicht. Meinst du? Ja, mach mal auf. Ich geh mal hier gucken. Was glaubst du, wie diese anderen Kompasse verschwinden? Ah, Kiste. Ich wette, dass Santari Cree dafür verantwortlich ist. Ohne Witz. Wenn sie sie zu dem Bagdad-Tank geschickt hat, nicht? Steckt vielleicht mehr hinter dieser Geschichte. Hacken. Naja. Tudum. Schaffe ich es darüber? Nee, ne. Oh. Erzähl. Wir retten also sie, hauen ab, finden Tenalor und dann... Was? Ich plane nur von Tag zu Tag. Vielleicht irgendwas mit Marin? Ah, sie hat ihren Weg, ich habe meinen. Ja, ich weiß, Jedi wollen sich nicht binden, aber... Das ist wahr. Vergiss nur nicht, wer du wirklich bist. Ja, und was meinst du damit? Wachsen, Kel, die Vertrau Haare? Vertrau auf dein Herz. Die waren doch rausrasiert an den Seiten. Schlimmer. Das Leben ist wertvoll. Und das Glück auch. Ich wünschte, es wäre so einfach. Es ist so einfach. Wenn du eine Zukunft mit Marin siehst, akzeptier sie. Versteh's nicht, ich kann nicht einfach... Boat.
Hey, Klappergestelle. Hier drüben. Noch ein Stück. Perfekt. Danke. Ich suche einen anderen Weg. Du findest den Droiden. Und bleib am Leben. Na klar. Ha, siehst du? Ah, jetzt aber mit Brücke. Jetzt die Lage checken. Okay. Das ist nicht besonders einladend. BD1. Mach doch einfach mal dein Licht an. Macht's so viel einfacher. Ich glaube, hier war schon lange niemand mehr, Kumpel. Oh, was schwebt denn da? Droiden aus der Waldanlage? Also nicht in diese Richtung. A little bit. Nee, nee, nee. Dagon wird sie zerstören, um zu bekommen, was er will. Er ist besessen. Wir hätten sie nicht am Außenposten zurücklassen sollen. Wir müssen sie zurückholen. Machen wir. Dann mach dir mal keine Sorgen, Digga. Wir retten sie. Befehl. Das ist für mich. Tudum. Ein Oktopode. Oh, muss ich kaputt machen. Okay, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir haben uns. Oh, ich lerne was. Wir müssen hier sofort aus der Vergangenheit. Das war clever. Manchmal liegt die Lösung eines Problems in der Sichtweise. Betrachte die Situation immer aus verschiedenen Winkeln. Ja, Mann. RB plus A. Ja, cool. Und RB plus Y. Jawollo. Du gibst mir immer eine neue Perspektive, was hier? Alles gut, Kumpel. Gehen wir.
Na, guck an. Ein Speicherpunkt. Und wir haben 2 Fähigkeitspunkte. Können wir mal eben schauen. Pam, 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 pam. Überleben. Können wir 4 Stück auswählen. Das ist auch... Ne, das ist... Ja, aber macht dich, glaube ich, eher Interesse dran. Größere Verwässerung. Verstärkung dieser Fähigkeit hat Voraussetzungen, die noch nicht erfüllt sind. Ja. Ja. Was bedeutet das alles denn hier? Also verwirrter Geist. Vergiss sich eh mal einzusetzen. Zwillingsmagnet. Während du einen Gegner mit Magnet hältst, drücke Y, um ein zweites Ziel heranzuziehen und zu halten. Mhm. Hochschießendes Heben. Halte RB und Y, um dein Ziel sowie Gegner in der Nähe mit Heben anzuheben. Jo. Hat was. Ja, ich würde schon gerne ein bisschen mit der Macht experimentieren. Kanalisierte Energie. Kell regeneriert mehr Macht, wenn er einen Gegner besiegt. Trifft er einen blockenden Gegner, regeneriert er ebenfalls Macht. Kells maximale Macht erhöht sich noch einmal. Okay. Da brauchen wir 3 Fähigkeitspunkte. Ja. Was nehmen wir denn da? Verlängere die Zeit, in der Gegner andere Gegner angreifen. Ja, die Geschichte. Ja, Widerstandskraft wäre eigentlich schon nicht schlecht, ne? BD1 füllt einen Teil deiner Machtanzeige mit seinem Steam-Behälter auf. Okay. Kell regeneriert zusätzliches Leben, wenn er einen Steam-Behälter von BD1 benutzt. Mhm. Ist bisher noch gar nicht so nötig, ne? Tatsächlich. Na komm, dann gehen wir mal ans Schwert und die Doppelklinge. Abwehrstoß. Drücke in der Luft Y, um einen Schmetterschlag nach unten auszuführen, der Schaden in einem Wirkbereich verursacht. Das klingt doch nett. Und da? Halte LB unmittelbar, bevor Blasterschüsse auftreten, um sie auf nahe Ziele zu reflektieren. Ja, das mache ich doch. Eh schon die ganze Zeit. Mehrere Schüsse wahrscheinlich, ne? Okay. Und mehrere Ziele. Okay, okay. Beautiful. Jo. Ah, hier gibt's schnelle Reise. Aber ist gerade nicht erlaubt. Okay. Ja, gut. Ist doch ein super Timing. Dann würde ich nämlich mal behaupten, machen wir Tuck für heute. Bye, bye.